gesprochen mit den Regierungspräsidenten. Und die Lana 2 machen wir noch mal mit dem. Kaderplanung als Teil meines Jobs ist ein Prozess, der über eine ganze Saison, über jede Woche, jeden Tag eigentlich vonstatten geht, dass man sich immer neu hinterfragen muss, wo könnten wir gegebenenfalls agieren müssen und wo wollen wir agieren. Und wo wäre das zum Beispiel im Winter? Gibt es Positionen, auf denen Sie besonderen Handlungsbedarf sehen? Ja, zunächst mal ergibt sich immer kurzfristig gegebenenfalls etwas durch Verletzungsproblematiken oder gegebenenfalls auch durch Transfers, gegen die man sich selber nicht wehren kann, also wenn man Spieler abgibt und verkauft oder verkaufen muss. Das sind halt Entwicklungen, die im Moment noch nicht so klar vorhersehbar sind. Ansonsten sind wir praktisch permanent im Dialog. Trainerstab, Achim Gast, Scouting-Abteilung und ich und sondieren den Markt und wollen eigentlich an den Möglichkeiten, die es im Markt jedenfalls geben könnte, entscheiden, ob wir im Winter was machen werden oder nicht. Und die Lana 2 machen wir noch mal mit dem. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Offensive, wobei wir da in erster Linie hoffen, dass da bei uns jetzt bei unseren Jungs der Knoten platzt. Und die Lana 2 machen wir noch mal mit dem. Überrascht vielleicht nicht, eher positiv bestätigt. Ich fand total klasse, wie ich aufgenommen worden bin im Club. Ich finde die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, mit dem Trainerstab, auch der Dialog mit der Mannschaft bisher sehr, sehr positiv. Ich finde die Unterstützung von außen, speziell was die Stimmung im Stadion, die Unterstützung der Fans angeht, beeindruckend und kann nur sagen, dass die ersten Tage total positiv waren.